Hey ho und herzlich willkommen hier zu diesem kleinen Unboxing Lootchest März 2023. Ja, die Lootchest März ist heute angekommen, an meinem heutigen Aufnahmetag. Etwas verspätet, muss ich dazu sagen. Aber bevor wir da zur Box kommen, muss ich natürlich sagen, erstmal, ich konnte die diesmal tatsächlich selber annehmen, weil ich natürlich zu dem Zeitpunkt heute hier zu Hause war und meine neue Klingel funktioniert. Die haben endlich meine Klingel angeschlossen. Aber bevor wir natürlich zur Box kommen, muss ich sagen, Leute, also an alle Leute, die so übertriebene Kommentare meiner Meinung nach schreiben, chillt mal. Also, ne, vor über einer Woche hat Lootchest auf Instagram schon rausgehauen, dass ja, ein bisschen später wird. Ne? Also haben schon reingeschrieben, liebe Looter, Neuigkeiten zum März Lootchest. Leider verspätet sich die Lieferung eines Artikels. Er hängt an der Grenze fest. Wir sollten den Artikel schon vor über einem Monat bekommen und wurden immer wieder vertröstet. Und uns wurde gesagt, dass es klappen wird. Leider spielt der Zoll nicht mit und deswegen dauert es länger. Bald nächste Woche, ne, der Artikel eintrifft, verschicken wir sofort die fertigen Boxen. Und dann haben sie eine Verlinkung zur Statusseite von Lootchest gebracht. Grundsätzlich schon mal gut. Die sagen wenigstens, hey, die Grenze spielt, der Zoll spielt nicht mit. Ne? Aber dann kommen solche Kommentare wie, wird das jetzt Mode bei euch, dass immer später geliefert wird? Pünktlich abbuchen könnt ihr ja. Kriegt ihr ja hin. Wo ich mir denke, so, chill mal, die können selber nichts dafür. Ne? Oder auch hier, also einige haben sowas geschrieben wie danke für das Update und so, das ist cool. Ne? Alles cool, freue mich schon. PS, hoffentlich kein Funko und so ein Kram. Ne? Aber dann gab es auch noch so Kommentare wie, ich habe auch keine Lust auf die Boxen, wie so manch anderer. Ich werde nach diesem Monat kündigen, wo ich mir denke, so, wenn es euch nicht gefällt, kündigt ruhig. Das ist ja nicht das, aber ich meine mal, wenn man merkt, es ist nichts für einen, dann schließt man auch kein Abo ab. Ne? So, dann holt man sich vielleicht eine Box, so eine Einzelbox und gut ist. So, um es auszuprobieren. Ne? Oder auch solche Kommentare wie, das ist der Grund, wieso ich gekündigt habe, immer wartet man. Wo ich mir denke, so, immer wartet man gar nicht. Die kriegen es ja in, ich sag mal, 99% der Fälle hin, das pünktlich Mitte des Monats rauszusenden. Es passiert nur leider, dass gewisse Sachen aus dem Ausland importiert werden müssen und dementsprechend auch dann natürlich ja, die Grenze mitspielen muss. Ist ja logisch, ne? Deswegen, ich weiß auch nicht, wieso manche sich da ein bisschen so Mimimi machen. Ne? Ich meine mal, wenn man es ganz penibel nimmt und da bin ich als Kaufmann im Einzelhandel, ne, also gelernter Kaufmann im Einzelhandel, spreche da aus Erfahrung. Wenn man dahingehend wirklich wegen jeder Kleinigkeit, die mal nicht pünktlich geliefert wird, so mimimiert, kann ich so sagen, dass gewisse Läden, und damit meine ich jetzt nicht den Laden, wo ich arbeite, sondern allgemein gewisse Läden und Unternehmen und mehrere und so, dass die gewisse Artikel dann gar nicht geliefert bekommen, weil, ne,
wenn man mal Nachrichten verfolgt und so, so merkt, die Welt ist im Arsch. Und war wirklich im Arsch. Ne? Also mit von Naturkatastrophen über ausgelassene Ernten, über irgendwelche Engpässe in der Lieferungskette und Schiffe, die nicht in den Hafen einfahren können und. Ne? Da kann man noch froh sein, dass man heutzutage einiges überhaupt noch geliefert bekommt und nicht sagt hier, also lieber später als nie, sage ich jetzt mal, und nicht sagt gleich, ja, dann schickt's gar nicht. Ne? Also deswegen, chillt mal eure Base. Ich meine mal, ich weiß noch zufälligerweise von so Geschichten von damals, ne? Damals, als ich noch jung war. Es gab Zeiten, und da bin ich ganz ehrlich, da bin ich froh, dass wir nicht in solchen Zeiten leben. Aber die Zeiten gerade sind auch nicht einfach. Da hätten wir froh sein können, wenn wir überhaupt was zu fressen im Haus hatten. Oder irgendwie mal, ne, uns so ein Luxus wie T-Shirts mit irgendwelchen Merch-Motiven oder so überhaupt hätte leisten können. Ne? So, apropos T-Shirt. Ich sehe schon, ich habe gerade mal die Box geöffnet. Das erste T-Shirt. Das erste T-Shirt vor allen Dingen. Das T-Shirt der Box, sagen wir es mal so. Und es ist schwarz. Was schon mal positiv ist. Ne? So, mal gucken. Wie rum gehört das jetzt? So rum gehört das. Aufpassen, dass ich nicht zu früh was in die Kamera halte. So. Och. Retro-Style. Ein bisschen zurück, damit ihr es gleich seht. Aber geiler Retro-Style. Ein Akkad. Ein Akkad, continue, yes, no. So ein einfacher Akkad, ja. Automat, jetzt habe ich es. Akkad-Automat. Und wenn ich richtig sehe, ist da sogar im Hintergrund, hinter dem Akkad-Automat sogar noch hier Mega Man. Ne, hier so. Da. Und ich glaube, das könnte ein Fass von Donkey Kong sein. Ne? Und dann natürlich Pac-Mans und Geister und Space Invaders. Ne? Auch noch mit Highscore. Cool. Gefällt mir. Gefällt mir. Hat so ein bisschen Retro-Style. Gefällt mir sehr gut. So. Dann ab zum nächsten. Und es ist mal wieder eine Popfigur. Eine Popfigur von einem Spiel, was ich auch Let's Played schon habe auf diesem Kanal. Und zwar von Cyberpunk. Und zwar ist es der eine, der einzigartige, Johnny Silverhand. Es ist Johnny Silverhand als Popfigur. Ne? Finde ich cool. Ne? Auch mit seinem kleinen Dings, seiner kleinen Pistole. Beziehungsweise hat er zwei sogar in der Hand. Ne? Eine in der linken, eine in der rechten. Ne? So. Finde ich cool. Ich kann echt bald mal so einen Laden für Popfiguren raus. Dingsen. Und Popfiguren. Geschäft aufmachen gefühlt. Ne? Also, das ist ja hier gefühlt fast jede fast jede Dings hat so eine Popfigur drin. So. Da haben wir ihn. Johnny Silverhand. Wie gesagt, hier mit der kleinen Pistole, da auch noch mal. Ne? Mit seiner geilen Brille. Und vor allen Dingen, der Witz ist, hinter der Brille, es ist nicht einfach nur Brille rauf gut ist.
Hinter der Brille sind auch Augen tatsächlich. Ne? Finde ich cool. Ne? Geht wieder ab in die Verpackung erstmal. Wobei ich die Verpackung echt cool finde, weil man kann die einfach an beiden Seiten so aufklappen und ihn einfach rausholen. Hört sich jetzt falsch an. Also die Popfigur aus der Verpackung entnehmen, um es korrekt auszudrücken. Ne? So, dann haben wir als nächstes mal wieder was. Ach Gott, mal wieder ein Puzzle. Und zwar zurück in die Zukunft Puzzle. Ich weiß nicht, ob man es so leicht so gut sieht. Also hier ist einmal die Szene, wo die beiden da bei dieser netten Brandspur stehen, wo die vom DeLorean, ne? Und da ist einmal das Poster Back to the Future, ne? Natürlich wieder Puzzle mit 250 Teilen. Ne? Finde ich cool, wie gesagt. Puzzle ja hin und wieder auch mal gerne, wenn ich mal die Zeit dazu finde. Beziehungsweise die Lust. Ne? So, dann. Was haben wir denn da Schönes? Aha. Also, ne? Auf dem Ding steht The Dark Knight Trilogy Box Art Magnets. Also, wenn ich es richtig verstehe vom The Dark Knight, also ne, von der Batman Trilogie, irgendwie Magneten, Box Art Magneten, also ne. Bin gerade am Auspacken, nicht wundern. Der dreitausendfach eingepackt. Doch Gottchen. Ich glaube, da hängt noch einer in der Dings. Oh ne, doch nicht. What the fuck? Gehört das so? Ich glaube, das gehört so. Okay, interessant. Also, ne, ich zeig euch das mal. Das ist der Joker. Schön, wenn der Autofokus einfach mal gar nicht existiert. Ja, sorry, kann ich euch leider doch nicht so gut zeigen. Aber es ist im Grunde eigentlich der Joker. Aber ich verstehe jetzt gerade nicht. Es ist halt ein Klotz. Es ist wirklich nur ein einziger Klotz. Ich will jetzt auch nirgendwo was abreißen. Ne, von The Joker. Also es gibt 10 verschiedene anscheinend. So. Boxart Magnet. Steht hier drauf. Boxart Magnet. Habe ich irgendwas magnetisch dafür? Kann natürlich sein, dass das so ein magnetisches Ding ist. Guck mal. Ja, Tatsache. Ist tatsächlich ein Magnet da drin. Und ja, ich habe hier Entlüftungsschlüssel für die Heizung in meiner Schreibtisch drin. Aber interessant, ne? So ein Magnet. So ein Dingsmagnet.
wild. Also kann man sagen, schon sagen, so eine kleine Sammelgeschichte wieder. Ne? Kann man machen, muss man nicht. Also Joker ist, oder Batman allgemein, ne, The Dark Knight Trilogie ist eigentlich ganz witzig. Aber Magneten brauche ich da jetzt nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, dann haben wir noch. Wir haben noch ein Puzzle-T. Nee, was? Puzzle Eraser. Puzzle Eraser. Steht hier drauf. Von Harry Potter. Also, ne? Da. Harry Potter. Ein Puzzle Eraser. Und da verlässt mich gerade tatsächlich mein Englisch. So von wegen sagt mir tatsächlich gerade nicht mit dem Eraser. Alter. Immer wieder super zusammengehauen, den ganzen Scheiß hier. Grr. Aber sieht nach einer. Ah, es ist eine Figur, die man zusammenpuzzelt. Also, ne, um es genau zu sein, ne, gibt es halt vier verschiedene Figuren. Man kriegt im Grunde die Figur als Einzelteile. Also, so wie ich das sehe, ist das Ron. Ne, da hat man hier, kann man hier so. Ne, das rauf, Kopf drauf, Frisur drauf, ne? So, ne? Die. Wohl bemerkt, wie gesagt, mit so einem kleinen Stecksystem, ne? Ja, vom Material her fühlt sich das an. So radiergummimäßig. Das hat irgendwie so ein Radiergummi. Fühlt sich an wie so ein Radiergummi. Also die ganze Figur, ne? Also komplett. So, und dann haben wir noch einmal das Lootbook und einmal die Postkarte. Fangen wir mal an mit der Lootbox. Das Lootbox hat heute das Motiv vom Februar, also das T-Shirt-Motiv vom Februar, hat es drinne. Ne? Und ja, ansonsten haben wir nur noch die Postkarte. Und wenn ich jetzt richtig liege, und da glaube ich mal, hieß dieser Film Wednesday? Oder so? Wednesday. Diese Sendung, ne, oder Wednesday in dem Sinne hier Mittwoch übersetzt, ne, auf Englisch, Mittwoch auf Englisch, so, und zwar Black is my happy color, ne, klar, diese komische Sendung ist, oder der Film, keine Ahnung, was, ob das ein Filmsendung ist, habe ich nie geguckt, will ich, habe ich auch kein Bedürfnis dran, bin ich ganz ehrlich. Ja. Ist ja momentan so im Hype gewesen. Oder immer noch, keine Ahnung. Zumindest, das ist die Postkarte. Ne? Ja. Und das war's eigentlich schon. Ich muss sagen, mal wieder ein bisschen nüchtern von dem, was mir gefällt. Ne? Vielleicht gefällt euch was anderes. Also die Postkarte
Vom Motiv her an sich, ja, aber ist nicht so mein Thema, ne? Die Figur Harry Potter ist zwar mein Thema, aber eher so, ne? Die Magnetbox auch. Puzzle ist eigentlich ganz witzig, wie gesagt, ich puzzle gerne. Die Figur Johnny Silverhand ist cool, aber ist mal wieder eine Popfigur. Also da, wie gesagt, ich kann mir gefühlt hier die ganze Wand zustellen schon mit Popfiguren. Ich glaube, mein Highlight heute ist tatsächlich das T-Shirt. Also das Retro-T-Shirt. Weil das gefällt mir allein schon wegen Schwarz, aber auch wegen Retro-Style. Ja. Ja. Das war's dementsprechend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder mit rein. Aber bevor wir jetzt Feierabend machen, erstmal liebe Grüße an meine beiden Kollegen, Gamer die Crew und Wolfie, die höchstwahrscheinlich jetzt schon sich am Beschweren sind, dass ich sie nicht gegrüßt habe. Und natürlich dementsprechend Hashtag Werbung. Wenn ihr natürlich so eine Loot Chest haben wollt, geht auf www.lootchest.de. Da kriegt ihr 15% Rabatt mit meinem Rabattcode Livoskisan 15. Wenn ihr natürlich nur so einzelne kleine ha Sachen haben wollt, geht auf lootchest.store. Da kriegt ihr 10% mit dem gleichen Rabattcode. Und wenn ihr aber keine Loot Chest selber haben wollt, sondern nur ein T-Shirt, so T-Shirts haben wollt wie dieses hier, gibt es auch unter lootchest.de auch noch ein T-Shirt-Abo. Da könnt ihr zum Beispiel auch noch schöne T-Shirts jeden Monat zugeschickt bekommen, die eigentlich in den Boxen sind. Zudem könnt ihr auch andere geile Motive bei t-nerds.de rein. Ja, da könnt ihr mal reinschauen und dort findet ihr dann auch welche, die echt geil designt sind und auch von Designern tatsächlich sind, die sich für die Seite sogar beworben haben und so. Ne? Also richtig schicki. Ja, und dementsprechend jetzt aber richtig beende ich das Unboxing und freue mich schon auf das nächste. Also, tschüss, ciao, euer Levos.